schon wieder da. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen im Saal und liebe Menschen im Stream und natürlich auch auf der Tribüne. Zu den Anträgen von CDU und SPD haben wir zum letzten Tagesordnungspunkt schon vieles gesagt. Ich möchte mich da dem Kollegen Krüger anschließen. Da gelten die identisch vorgebrachten Argumente auch zu diesem Tagesordnungspunkt. Zum Antrag der FDP möchte ich allerdings sagen, diese individuelle Risikovorsorge oder die individuellen Rücklagen, die Kommunen da bilden sollen und die entsprechend ausgestattet werden sollen, genau so funktioniert eine Versicherung auf Gegenseitigkeit halt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt Sinn macht, dass, wenn man jetzt örtlich begrenzte Großschadenslagen hat, ob es dann Sinn macht, alle fast 400 Kommunen so auszustatten, dass sie einzeln immer eine Risikorücklage haben, um solche Großschadensereignisse abzufedern. Ich glaube, das würde ein ganz klein wenig viel Geld auf Halde legen, was so nicht gebraucht wird. Der Hinweis auf Elementarschadensversicherungen ist an der Stelle übrigens auch nicht wirklich zielführend. Da, wo es wirklich Elementarschäden auf Dauer oder des Öfteren gibt, bekommen Sie keine Elementarschadensversicherung. Weder als Privater noch als Unternehmer und schon gar nicht als Kommune für Infrastruktur. Der Hinweis darauf ist also nicht zielführend, vorsichtig formuliert. Was Elementarschadensversicherungen angeht für Gebiete, in denen es bis jetzt keine großen Elementarschäden gegeben hat, gilt witzigerweise übrigens das Gleiche. Auch da kriegt man keine Elementarschadensversicherung. In Münster nur da, wo Sie wirklich davon ausgehen können, dass es vielleicht nur zu einem einstelligen Prozentsatz wieder zu einem Elementarschaden kommen kann. Da, wo es im Münsterland keine Elementarschäden gegeben hat, da bekommen Sie auch keine, weil es die am Markt einfach nicht gibt. Wieder weder als Privater noch als Kommune, auch nicht als Unternehmen. Von daher können wir dem Entschließungsantrag der FDP an der Stelle nicht folgen. Beim Antrag der SPD werden wir uns enthalten, weil wir das GFG nicht als Ziel für eine Finanzierung sehen. Beim Antrag der CDU werden wir allerdings zustimmen, weil wir einer Fondslösung durchaus den Vorzug geben werden. Dankeschön.